Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Bei diesem Produkt, das habe ich schon was länger hier, ich wollte eigentlich woanders anbauen, was sich denn langsam aber sicher erledigt hatte. Also die ersten Anzeichen gab es schon, deswegen hat dieses Video halt etwas länger gedauert. Und zwar, ich hatte es ja schon mal damals vorgestellt, von Devolo eine Erweiterung für mein Home Control Center heißt das. Und zwar einmal Home Control Wassermelder. Da hängt so ein Stück Schnur dran, den gucken wir uns gleich an. Und Home Control Alarmsirene. Die haben wir auch noch. Das ist, wenn jetzt ein Einbrecher kommt, könnte man das machen. Oder wenn Wasser ist, seht ihr das auch da. Also jetzt habe ich auch die Alarmsirene, also könnte ich hier auch gegen Einbrecher sicher machen, indem ich einfach einen Bewegungssensor im Flur mache und den halt scharf mache mit über die Fernbedienung, die ich habe, dass ich da sage, Steckplatz 1, ich gehe jetzt raus, wenn die Tür zu ist, ist der aktiv und sobald hier jemand drin kommt, geht die Sirene los und ich kriege eine Nachricht auf mein Handy. So. Wir wollen uns jetzt aber erstmal diesen Wassermelder angucken. Na, komm her. Die Kamera will heute nicht so, wie ich wohl will. Und zwar hat sich das, sind noch die Aufkleber drauf, wollte ich das eigentlich schon vorher machen. Aber der sollte eigentlich zur Waschmaschine hin. Und da die Waschmaschine im Badezimmer war und so leichte Ermüdungserscheinungen von sich gegeben hatte, dachte ich, wartest du mal lieber ab, und war auch die richtige Entscheidung, weil die Geschirrspülmaschine, die Geschirrspülmaschine hat es auch nämlich dann so langsam dahin gerafft, und dann habe ich mir einfach nur eine neue Waschmaschine gekauft, keine Geschirrspüler, habe mir eine große Waschmaschine gekauft, habe ich ja ein Video zu gemacht, habt ihr gesehen, oder der eine oder andere hat es gesehen. Komm noch raus. Will nicht. Dann lassen wir es unten zu, machen wir oben auf. Oben geht's. Und da habe ich gedacht, da wartest du lieber ab. Weil soll ja denn da hin? Und das werde ich dann auch da anbauen. Ich weiß jetzt nur noch nicht. Wir haben eine Anleitung von Devolo mit bei. Ah, wir haben hier zum Kleben. Oder Schrauben. Ich werde kleben nehmen, ich werde es am Schrank rankleben. Und zwar haben wir jetzt hier wenn der das auch machen würde. Ich bin zu blöde, das hier abzukriegen, glaubt das? Jetzt. So, der ist auch schön lang, der Kabel. Also ihr könnt den hier fliegt oben ran machen. Ah, hier ist jetzt Silber. Sonst ist hier mal weiß. Ein weißer Plastik drüber. Hier ist jetzt Silber. Und dann haben wir hier einen schönen langen Kabel. Mal rauszoomen, dass ihr das sehen könnt. Hier fängt er an und geht bis hier. Und da ist dann halt diese beiden Metalldinger. Und ja, da soll man den so hoch machen, wie man möchte. Und wenn das Wasser in der Höhe ist, dann
Beleg da los. Ja, und die Sirene kann man kombinieren. Ich empfehle euch natürlich, das Ding jetzt nicht so zu machen, damit das jetzt genau auf dem Boden ist. Weil sonst bimmelt das los. Also so, wartet mal, ich mach mal ranzoomen, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. So. So. Also so nicht. Weil wenn das so ist, direkt auf dem Boden, und ihr wischt den Boden und die Dinger werden nass, die Beden, ja, dann piept die Sirene bei euch los. Also macht es so, dass es so ein bisschen über dem Boden hängt. So ein Zentimeter, zwei Zentimeter oder so, was weiß ich. Ja. Oder minimal so über dem Boden hängt. Sobald mehr Wasser kommt, springt die dann an. Also sobald Wasser daran kommt, das könnt ihr selber entscheiden. Aber ich empfehle euch halt nicht direkt auf dem Boden zu machen. Und ich werde an der Waschmaschine werde ich sie befestigen. Ich werde mir die hier bitte zusammen machen. So, mach mir dann das. Oder im Schrank. Genau, im Schrank werde ich es machen. Oder Waschmaschine, eins von beiden. So. Und ich brauche jetzt dafür halt nicht den Kabel so lang. Ich mache mir das dann einfach hier so ein bisschen zusammen. So. Und bringe das dann so an, dass er dann so über den Boden hängt, und sobald er dann Kontakt hat, bimmelt das los. Ich werde das nachher, werde ich natürlich auch mit euch mal testen. Hier ist noch der Schutz dran. Das werde ich mit euch auf jeden Fall testen. Ich werde mir dann ein Wasserglas herholen. Im Hardware-Check werden wir das mal testen. So, das werden wir alles mal hier zusammenpacken. Wir packen jetzt erstmal noch die Sirene aus. Ich werde dann nämlich die Sirene, machen wir dann ein extra Video, mache ich ein extra Video, werde gleich die Sirene noch auspacken, und die werde ich dann danach mit meinem Home Control Center verbinden und mir dann hierher legen und euch das zeigen, dass das auch wirklich alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich bin dann erstmal weg. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ahoi, sagt euer, so. Ahoi, sagt euer Odin.